Im Zuge seiner regelmäßigen Stippvisiten im Landkreis Bautzen war Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich am Mittwoch unter anderem in Hoyerswerda. In der Hauptfeuerwache traf er die Bürgermeister der Region. Vor Journalisten erklärte er am Anschluss, dass es unter anderem um eine Verbesserung der Betreuungskosten für die Kommunen ging. Zum einen gebe der Bund ab 2015 mehr Geld, zum anderen will man im Freistaat die Mittel ebenfalls aufstocken. Insbesondere gehe es dabei um den Personalbedarf, allerdings werde man den gesetzlich festgelegten Schlüssel Erzieher pro Kind nicht reduzieren, schränkte Tillich ein. Auch in Bezug auf die Schulen im ländlichen Raum erklärte der Ministerpräsident deutlich, solange es keine neue Schulnetzplanung gebe, würden auch keine weiteren Einrichtungen geschlossen.